Herzlich willkommen zu der Gold Edition 093. Diesmal haben wir wieder ein Special für dich am Start. Und zwar geht es um das 20. Finale des Teenie Contest, das dieses Jahr in Rümlang stattgefunden hat. Wieder mal sind ein Teenager und eine Teenagerin zu den Gewinnern gewählt worden. Wer gewonnen hat, zeigen wir dir in unserem Zusammenschnitt von dem ereignisreichen Abend. Nachdem sie in Interlaken, in Kreuzlingen, in Kloten und in Basel gastiert haben, hat ihr 20-jähriges Jubiläum in Rümlang stattgefunden. Die Rede ist vom Teenie Contest Finale 2015. Kurz vor der Show sind die ersten Zuschauer und Zuschauerinnen eingetroffen und haben gespannt auf die Performances der Teenies gewartet. Langsam aber sicher hat sich der Saal immer mehr und mehr gefüllt und die Show hat können anfangen. Die Finalisten und die Finalistinnen haben ihre Verwandten und Bekannten mit einer Choreografie empfangen und sich vorgestellt. Ich bin 15 und komme von St. Gallen. Nach dieser tollen Performance der Teenies hat das Moderatorenteam seit eh und je Nathalie Lenner und Stefan Sommerecker das Teenie Contest Finale 2015 offiziell eröffnet. Wir müssen feiern und so 20 Jahre Jubiläum Teenie Contest Schweiz! Nachher hat jeder Teenie eine Einzelperformance präsentiert und sich zum Besten gegeben.
I'm running cause I'm in control. Hitting out, you're gonna see a couple shots of Patron. I ain't feeling high, I get your highs and kite. Party pop, shots, just come big in the night. I ain't self-related, I ain't snapping and popping. Either I'm bobbing my head or I'm just standing there watching. I'm a hustler, hustler, you can tell that I'm paid. And I protect what I got, I'm in the house with my... Yeah, you want to go get it. Okay, now maybe I'm sitting, cause I want you to trip it. Yeah, I'll be on that. Ma proprio non ci riesco perché penso solo a te. E ti chiedo ancora scusa per qualsiasi delusione. Avrei voluto stare con te e ora ti penso per ore. Mi toglievi il respiro e mi illuminavi il viso. Ora mi togli la fame, il sonno e il sorriso. Per quale motivo? Io no, non l'ho capito. Mi sembrava perfetto e invece è già finito. In questa bella storia il re ora sta morendo, perché la sua regina se n'è andata dal suo regno. Ci ho posto sul mio trono ed è quello migliore, perché no, non è una sedia, è il posto del mio cuore. Schloss die Tür immer pünktlich ab. Wenn ich zwei Minuten
zu spät nach Hause kam, war die Tür verschlossen. Vater muss dann immer drei Treppen herunterstellen. Meistens Schwiegermutter. Die schimpft auf mir. Schweizer seien gefälligst pünktlich. Doch wir sind gar keine Schweizer. Wir haben noch nicht mal den richtigen Schweizer Pass. Nach allen Einzelperformances der Teenies haben die Jurymitglieder ihre Entscheidungen getroffen und ihre Wertung abgegeben. Anschliessend haben die Boys eine Gruppenperformance präsentiert. Nachher haben auch die Girls ihre Gruppenperformance vorgeführt und alle haben gespannt aufs Ergebnis gewartet. Währenddessen im Hintergrund Punkte zusammengezählt worden sind, hat Tiziana, bekannt von The Voice of Switzerland, ihre Stimme auch noch zum Besten gegeben. Heart,
hat Sieger Erik endlich losgehen können. Unser neuer Mr. Teenie 2015, 2016 ist... Nachdem die Siegerinnen und Sieger auserkoren worden sind, haben wir sie noch kurz vor die Linse geholt. Sie konnten es gar nicht glauben, dass sie gewonnen haben. Ich fühle mich mega Hammer. Also ich kann es noch nicht glauben, es ist mega krass. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es nicht äußern, es ist unglaublich. Jana Lehner, Gründerin und Organisatorin des Teenie Contest, hat sich speziell gefreut, das 20. Teenie Contest Finale mitzuerleben. Unbeschreibliches Gefühl. Also ich kann es gar nicht fassen, dass man jetzt wirklich 20 Jahre lang immer wieder so super siegen. Also ich bin fast ein bisschen sprachlos, aber ein wahnsinnig schönes Gefühl. Mega glücklich. Langsam, aber sicher, ist dann der tolle Abend auch mal zu Ende gegangen. Und wir sind gespannt, wer das nächste Jahr das Rennen macht. Schön, bist du wieder bei unserer Gold Edition dabei gewesen. Falls du mal eine Folge verpasst hast, kannst du uns weiterhin im Social Media unter Videogang finden. Ciao und bis zum nächsten Mal.